Hey, hey, was passiert jetzt? Du gehst nach Hause, ziehst dein Pyjama an, nimmst deine Kuscheldecke, dann ab in die Haie. Morgen früh denkst du, es war alles ein böser Traum. Dad, warte! Keine Zeit, fang an zu packen. Wir ziehen wieder um. Oh, und? Was machen wir jetzt? Zack, warte! Ich will hier nicht weg. Mir gefällt es hier. Hannah, du musst das verstehen. Gar nichts muss ich verstehen. Wieso können wir nicht einmal normal sein? Weil wir nun mal keine normale Familie sind. Geh und pack deine Sachen. Ich hab das so satt. Ah, Teenager. Tot sein können. Das war ein furchtbarer Wurf. Was wollt ihr hier? Geht nach Hause. Nein, nein, erstmal erklären Sie uns, was hier vorgeht. Nein, 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 ich kann es nicht erklären. Wir wurden fast gefressen. Von Frosty, dem Schneemann, was übrigens unmöglich sein sollte. Versuchen Sie es. Ist ja gut, hör zu. Wo fange ich bloß an? In meiner Jugend litt ich unter furchtbaren Allergien und durfte nie nach draußen. Und die Kinder warfen Steine an mein Fenster und verspotteten mich. Also erschuf ich meine eigenen Freunde. Monster, Dämonen, Untote, um all diese Kinder zu terrorisieren, die sich über mich lustig machten. Und für mich wurden sie real. Und dann eines Tages, da wurden meine Monster wirklich real. Meine Monster sind buchstäblich aus den Seiten gesprungen. Solange die Bücher verschlossen sind, sind wir sicher. Aber wenn man sie öffnet, tja, ihr habt gesehen, was dann passiert. Ich bin allergisch gegen Hausstaubmilben. Wieso erzählst du mir das? Ich meine ja nur, ich habe auch Allergien, also ich verstehe das. Wieso rede ich bloß mit euch? Hannah, wir gehen. Hannah! Tut mir leid. Komm mit. Hannah, du nimmst A bis M, ich nehme M bis Z und halt die Menschenfresserpflanzen von den glubschäugigen Aliens fern. Oh nein. Nicht er, bitte. Hallo, Papa. Wie lang ist es jetzt her? Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Wer sind deine neuen Freunde? Wir sind keine Freunde. Wir kennen ihn kaum. Slappy, wie... Schön, dich wiederzusehen. Hast du mich vermisst? Natürlich habe ich dich vermisst. Und was hattest du vor, mein Freund? Du hast mich doch sicher rausgeholt, um Spaß zu haben. Die Einwohner terrorisieren, die Stadt zerstören. Hauen wir mal richtig auf die Kacke. Du hast es erraten, Slappy. Ich zerstöre Madison und ich... Ich könnte das nicht ohne dich. Oh, Mensch, da kriege ich eine richtige... Oh, wie war das Wort? Gänsehaut. Oh mein Gott, er ist so unheimlich. Ja, er ist so ein Schatzkeks. So eine clevere Puppe. Wen nennst du denn hier? Puppe! Puppe! Du willst mich wieder zurück ins Buch saugen? Nein, 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 gar nicht. Sei nicht albern. Ich merke es, wenn du versuchst, mich anzulügen, Papa! Deinetwegen ist Slappy gar nicht happy. Er geht niemals wieder zurück ins Bücherregal. Slappy, nicht warte! Ich glaube, es wird Zeit, dass ich hier mal die Fäden in die Hand nehme. Heute Nacht geschieht die beste Geschichte, die du je geschrieben hast. Alle deine Kinder kommen raus zum Spielen. Oh Gott, sei Dank ist er weg. Oh Gott. Oh. Er ist weg. Und hat alle Bücher mitgenommen. Das Geisterauto.